Ja, 18 Uhr. Willkommen zum heutigen Webinar Einführung in den MetaTrader 4 mit FX Flat. Und ja, an dieser Stelle natürlich an alle nochmal ein frohes neues Jahr und viel Erfolg 2016. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und heute soll es darum gehen, wie wir am besten oder ich sag mal nach der Installation den MetaTrader am besten so einrichten können, dass wir auch direkt den ersten Trade platzieren können. Es wird ein Einführungswebinar sein. Das bedeutet, ich werde natürlich viele Grundlagen Ihnen erstmal zeigen. Ich denke mal, dass ein paar von euch natürlich sich bereits mit dem MetaTrader auskennen. Von daher soll es für Sie natürlich nicht zu langweilig werden und ich werde natürlich hier und da auch trotzdem ein paar Tricks zeigen, so dass Sie auch hier heute etwas mitnehmen können. Ja, Sie sehen bereits die Folie. Es soll darum gehen, dass wir zunächst erstmal schauen, wo können wir den MetaTrader downloaden. Dann entsprechend werde ich jetzt hier auch im Webinar den MetaTrader frisch installieren, so dass Sie tatsächlich dann auch sehen, für diejenigen, die den MetaTrader noch nicht gesehen haben oder installiert haben, wie dann nach der Installation der MetaTrader aussieht. Und von dort werden wir dann entsprechend unsere Einstellungen machen. Und wie gesagt, hier und da werde ich natürlich auch etwas detaillierter in die Materie eingehen. Ja? Gut. Zunächst einmal, wie immer, einmal noch ein Risikohinweis. Bitte einmal kurz durchlesen. Und wer damit einverstanden ist, kann selbstverständlich hier im Webinar bleiben. Und natürlich auch diejenigen, die sich die Aufzeichnung später angucken. Ganz wichtig, bitte entsprechend durchlesen. Okay, dann schalten wir mal auf die Webseite. Das sollte jetzt sichtbar sein. Sie sehen ja, das ist etwas anders aufgebaut als das letzte Video, beziehungsweise die Aufzeichnung Einführung in den MetaTrader. Von daher haben wir uns ja entschieden, hier nochmal ein Webinar durchzuführen. Und vielleicht noch kurz nebenbei, Sie sehen ja direkt hier auf der Hauptseite unser Event am 26.01., unser Kino-Event. Da werden wir zusammen The Big Short uns angucken. Und wer interessiert ist und sich noch dafür anmelden möchte, der hat bis zum 13., also am Mittwoch, Zeit, sich entsprechend anzumelden. Das Ganze dann für Sie kostenlos. Bitte beachten Sie, dass die Plätze natürlich limitiert sind. Das heißt, irgendwann können wir dann auch nicht mehr alle aufnehmen. Von daher, bis Mittwoch haben Sie Zeit. Wenn Sie interessiert sind, das Ganze findet in Düsseldorf statt. Und ja, einfach mal draufklicken, dann werden Sie dazu nähere Informationen bekommen. Aber das Thema ist heute MetaTrader, deswegen werden wir jetzt auch entsprechend darauf eingehen. Sie finden hier unter Handelsplattformen bereits erste Informationen zum MetaTrader 4 und hier haben Sie dann die Möglichkeit, natürlich auch Videos anzugucken. Diese Rubrik hier wird weiter ausgebaut. Da können Sie sich auch jetzt schon mal freuen, denn wir werden verschiedene Videos entsprechend noch produzieren, wo wir wirklich detailliert auf einzelne Themen eingehen und so hoffentlich viele Fragen abdecken. Also immer wieder mal hier reinschauen, dann ja, werden Sie dann die Videos sehen können. Grundsätzlich finden Sie hier ein paar Informationen. Auch der FAQ-Bereich wird demnächst ausgebaut, ist gerade noch in Arbeit. Da können Sie entsprechend dann auch viele Fragen, ja,
finden und natürlich dann die Antworten dazu. Dann finden Sie hier bereits auch hier den Download-Bereich, ja, für den PC, Mac und natürlich die mobilen Versionen. Aber Sie finden auch die Plattform unter Downloads und entsprechend hier auch im MT4 für PC. Bitte beachten Sie, dass wir seit heute den Download-Link aktualisiert haben. Bedeutet jetzt nicht, dass Ihre Version nicht mehr funktionieren wird. Im Gegenteil, aber für die Zukunft werden Sie hier wirklich immer die aktualisierte Version finden. Und das sollte Serverprobleme etc. Auch nicht geben. Okay, vielleicht ganz kurz noch für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Wir bieten ja jetzt auch den MetaTrader Web an. Den finden Sie hier auf der rechten Seite unter WebTrader und dann wählen Sie hier den mittleren Button und dann kommen Sie auch zu dem WebTrader. Ich kann mich sehr gerne kurz mal anmelden. So, dann den Server natürlich entsprechend jetzt in dem Fall auf Demo-Server wechseln. Und ich hoffe, ich habe das Passwort richtig eingetragen. Und so sieht er aus. Wird von den Entwicklern von MetaQuotes weiter ausgebaut. Ist aber eine sehr schöne Alternative zu der Desktop-Version. Eventuell haben Sie auch nicht die Möglichkeit, die Desktop-Version zu installieren, weil Sie auf der Arbeit sind und da entsprechend Restriktionen gibt und Sie dann keine Rechte für Installationen haben. Oder aber Sie sind am fremden PC und wollen Ihre Position beobachten oder entsprechend verwalten. Dann können Sie sich ganz schnell hier über unsere Webseite sich einloggen und entsprechend hier damit handeln. Ja, das wird ein Video zum WebTrader geben. Von daher werde ich jetzt heute nicht näher dazu eingehen. Ich denke aber, das wird auch selbsterklärend sein, wenn Sie sich mit der Desktop-Version ein bisschen sich beschäftigen. Vielleicht doch eine ganz kurze Sache hier, weil doch immer wieder ein paar Leute irritiert sind. Selbstverständlich sind das nicht alle Produkte, die wir anbieten. Ja, das ist einfach eine Voreinstellung von MetaQuotes und da werden entsprechend nur ein paar Produkte dargestellt bzw. aufgelistet. Sie haben natürlich die Möglichkeit hier mit der rechten Maustaste und dann auf Symbole alle unsere Produkte hinzuzufügen bzw. das, was Sie gerne handeln möchten. Und damit habe ich hoffentlich auch die Frage jetzt beantwortet, die gerade im Chat aufgetaucht ist. Sie können hier wirklich alle Produkte handeln, heißt Forex, CFDs und Aktien-CFDs. Ja? Gut, dann wollen wir jetzt schnell installieren, damit wir auch entsprechend zu der Plattform kommen. Jetzt muss ich hier meinen Download, ich habe schon bereits heruntergeladen und werde das jetzt entsprechend ausführen. So, dann ziehe ich das mal rüber. So sieht das letztendlich aus. Mit einem Doppelklick startet sich die Installationsprozedur. Bitte lesen Sie sich hier die Bedingungen durch und wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie hier auf Ja. Und unter Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, Ihr Verzeichnis entsprechend auszuwählen. Sie können es standardmäßig so drin lassen, aber, und jetzt doch ein kleiner Tipp, es gibt immer wieder die Frage, wie es möglich ist, entsprechend mehrere Accounts gleichzeitig laufen zu lassen. Ja,
Möglichkeit A ist natürlich, verschiedene PCs zu benutzen oder eben Geräte, also einmal PC, gleichzeitig ein Laptop eventuell oder ein Tablet. Aber Sie können auch mehrere Accounts am gleichen PC, auf dem gleichen PC laufen lassen. Und der einfache Trick ist hier wirklich einfach nur das Verzeichnis zu ändern. Das bedeutet, wenn das Ihre erste Installation ist, dann belassen Sie es so. Und ansonsten, wenn Sie noch ein MT4 Client brauchen, dann machen Sie, weiß ich nicht, jetzt hier eine 2 draus oder was auch immer. Und dann können Sie zwei verschiedene MetaTrader 4 Instanzen laufen lassen. Ja, so schon mal als kleiner Tipp und dann entsprechend jeweils mit den Konten sich anmelden und dann können Sie gleichzeitig auf zwei verschiedene MT4 zugreifen. So, und das war's auch letztlich schon. Jetzt öffnet sich hier die MetaQuotes 5 Webseite. Sie hatten da die Möglichkeit, entsprechend das auch den Haken da wegzunehmen. Und die Dateien wurden heruntergeladen. Sie sehen hier ja, letztendlich, was passiert ist. Mit Fertigstellen sind sie dann bereits fertig. Und das wird jetzt im Hintergrund hoffentlich jetzt geladen. Jawohl, das ist jetzt auf dem anderen Monitor zu sehen. Ich werde das jetzt mal rüberziehen. Sie bekommen nämlich zum allererst dieses Fenster hier. Und das ist immer ein ganz guter oder beziehungsweise eine Kontrolle, ob Sie tatsächlich auch die richtigen Server drin haben. Wichtig ist wirklich, dass Sie diesen beiden Server hier, Demo-Server und Live-Server, entsprechend in dieser Liste drin haben und dass unter Unternehmen die GmbH aufgelistet sind. Und hier sehen Sie unsere Ping-Zeit, wie wir auch auf der Webseite auch ankündigen, unter beziehungsweise circa 90 Millisekunden. Sie können jetzt hier einfach auf Weiterklicken und hier ein bestehendes Handelskonto auswählen, wenn Sie selbstverständlich schon ein Konto haben. Ansonsten können Sie sich ein neues Demokonto oder auch ein Live-Konto einrichten. Aber wir haben ja hier schon eins und in den meisten Fällen, wenn Sie das installiert haben, haben Sie ja auch schon Ihre Zugangsdaten erhalten. So, jetzt weiß ich aber nicht, ja, ich hatte den richtigen Server ausgewählt. Jetzt habe ich hier aber einmal zu viel geklickt. So, hätten Sie jetzt einfach weitergemacht, dann wären Sie jetzt angemeldet. Ich habe jetzt einen Knopf zu viel gedrückt und bekomme jetzt dieses Fenster. Das macht aber nichts, denn das hätte ich Ihnen sowieso gezeigt. Das wäre nämlich die zweite Möglichkeit, sich anzumelden. Und das machen wir jetzt auch schnell. So, Demo-Server. Ich glaube, ich habe das Passwort nicht richtig eingegeben. Jetzt aber Demo-Server. Wie gesagt, auf Server bitte achten. Und jetzt ziehe ich das mal rüber. So. Und so sieht der MetaTrader entsprechend aus, wenn Sie den zum ersten Mal öffnen. Ja, das war's mit der Installation auch schon. Überhaupt nicht kompliziert. Und wir werden jetzt die einzelnen Module kurz besprechen. Bitte stellen Sie selbstverständlich dazu Fragen, wenn Sie haben. Es kann, wie gesagt, auch etwas detaillierter sein. Da kann ich ja ruhig auch drauf eingehen. Ansonsten werden wir alles mal durchgehen. So, ich habe hier schon ein paar Fragen. Die werde ich mal kurz. Es wird eine Aufzeichnung geben. Ja, die Aufzeichnung läuft. Genau, das hatte ich beantwortet. Und hier ist die Frage, wo finde ich die EMA 200? Werde ich nachher drauf eingehen. Ja, keine Sorge. Okay, also,
So sieht der MetaTrader aus und ich würde vorschlagen, dass wir zunächst die Grundeinstellung uns angucken und ich Ihnen dabei meine Einstellungen zeige. Sie können es natürlich so anpassen, wie Sie es brauchen. Und zwar finden Sie die Einstellung unter Extras Optionen. Und ja, hier sehen Sie die einzelnen Tabs oder Reiter. Und im Prinzip zeige ich Ihnen jetzt erstmal, wo ich eine Änderung vornehme. Und alles andere können Sie sich dann in Ruhe angucken. Ich belasse es dann dabei. Bei Diagramme mache ich das hier, dass ich die gelöschten Charts nicht sichern möchte. Ja, das müssen Sie aber für sich entscheiden, ob Sie das brauchen oder nicht. In der Regel brauche ich das nicht. Und bei maximale Kerzenhistorie sehen Sie jetzt hier die 512.000. Um aber den Historien-Download ja, zu forcieren, gibt es hier einen kleinen Trick. Und zwar geben Sie hier einfach die 0 ein, bis es nicht mehr geht. Ja? Und wenn Sie das nächste Mal starten, dann wird da eine Zahl stehen, 2, 1, 4 und weiß was ich, also eine ganz lange Zahl. Und damit ist dann gewährleistet, dass dass Sie auch bei jeder Verbindung zum Server entsprechend auch die Historie im Hintergrund laden. Das ist eine Möglichkeit, entsprechend mehr Historie downloaden zu können. Ja? Also im Moment sieht das noch mit so aus und wenn Sie das nächste Mal, normalerweise ist das so beim nächsten MetaTrader-Start, aber schau mal, vielleicht hat er das jetzt auch schon übernommen. Ja, sehen Sie, diese Zahl werden Sie dann vorfinden. Und das ist tatsächlich dann die maximale Eingabe, die beim MetaTrader geht. Ja, Trade Level Anzeigen bedeutet einfach, dass Sie dann, wenn Sie eine Position offen haben oder eine Order im Markt, dann werden Sie diese im Chartfenster sehen, können Sie entsprechend ausschalten oder einschalten. Und OHLC, für diejenigen, die die Abkürzung nicht kennen, bedeutet Open High Low Close, ja, also Eröffnung hoch und tief und Schlusskurs, ja, auf Deutsch. Gut, alles andere wird sich dann auch in den nächsten Einstellungen sich nochmal ergeben. Und Objekte, auch hier finde ich sehr sinnvoll, dass man diese Einstellung macht, und zwar hier die dritte Einstellung. Objekt mit einfachem Mausklick auswählen. Vielleicht haben Sie die Erfahrung schon gemacht. Sie haben eine Trendlinie eingezeichnet oder ein anderes Objekt und wollen das entsprechend auswählen, um die Eigenschaften zu verändern oder zu verschieben. Aber Sie müssen dann wirklich ganz genau auf dieses Objekt klicken, damit Sie das auch auswählen können, wenn diese Einstellung nicht gemacht worden ist. Wenn Sie diese Einstellung drin haben, dann können Sie auch entsprechend hier 10 Pixel entfernt anklicken und dann ist das Objekt auch ausgewählt. Das vereinfacht sehr viel den Trading-Alltag. Wenn Sie wirklich schnell eine Trendlinie verschieben wollen oder so, dann müssen Sie nicht ganz genau die Trendlinie treffen. Sie können entsprechend die Empfindlichkeit natürlich erhöhen. Ja? Okay. Beim Handel hier dieses Einklickhandel aktivieren. Sie sehen das bereits hier oben. Sie bekommen natürlich dann einen Risikohinweis. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitte akzeptieren. Und dann können Sie dann über den One-Click-Trader entsprechend handeln. Machen wir natürlich auch später. So. Und das ist hier ganz wichtig für diejenigen, die einen Expert-Advisor benutzen möchten. Entweder selber programmiert oder aus dem Internet oder aber auch unser Zusatzpaket FX Blue. Und die empfohlene Einstellung, ich werde das ein bisschen ich werde Ihnen das jetzt nicht vorlesen, was da steht. Letztendlich brauchen Sie nur diese beiden
Häkchen, dann ist das auch gewährleistet. Eine Einstellung kommt noch dazu, die ist aber jetzt nicht hier zu finden. Dann ist zumindest gewährleistet, dass die Expert Advisor auch funktionieren. Ja. So, dann die Einzelnen können Sie in Ruhe mal durchgehen. Also Sie haben natürlich hier auch ganz ja, nützlich eine E-Mail-Funktion, wo Sie auch Push-E-Mails bekommen, heißt entweder Alarme oder wenn Sie das später so einstellen, dass Sie bei Schließen der Position oder der Order entsprechend benachrichtigt werden möchten, können Sie das hier entsprechend einstellen. Ja, genau, und bei Benachrichtigung entsprechend. Okay, Ereignisse, ja, ne? Sounds, das sollte selbsterklärend sein. Und Community. Am Anfang hat man diese Einstellung gesehen, aber es war nicht so, oder viele kannten das nicht, aber tatsächlich wird diese Einstellung immer wichtiger, weil die Entwicklung halt wirklich in diese Richtung geht. Und wenn Sie Indikatoren von Meta-Quotes bzw. MQL5-Webseite haben möchten, also von der Community, dann brauchen Sie entsprechenden Account. Ein Konto ist kostenlos bei denen. Lesen Sie sich bitte trotzdem alles nochmal durch, weil wir können für Drittanbieter und deren Webseite keine Verantwortung übernehmen. Also bitte entsprechend alles lesen. Und ist aber soweit alles kostenlos. Es gibt natürlich auch kostenpflichtige Angebote, Indikatoren oder Expert Advisor, aber oder auch Signalservices und so weiter. Aber das können Sie sich ja dann alles in Ruhe angucken. Wir haben das Thema auch mal besprochen hier in dem Webinar. Schauen Sie sich einfach die Aufzeichnung mal an. Da habe ich mal die Webseite ein bisschen vorgestellt. Ja, also es ist nicht von FXFlat, sondern tatsächlich von Meta-Quotes. Und ja, da finden Sie aber sehr, sehr viele Indikatoren, Expert Advisor. Und die Masse ist tatsächlich dann auch kostenlos. Und Signale, wie gesagt, betrifft auch hier die Signalservices, die angeboten werden. Da können Sie sich in Ruhe angucken. Hier haben Sie die Möglichkeit, entsprechend Ihr Risiko, wenn Sie die Trades kopieren möchten, entsprechend einzustellen. So, das war's zum Thema Optionen erstmal und wir machen da hier oben in der Leiste weiter, denn da möchte ich auch eine kleine Einstellung zeigen, die ich gerne mache, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen. Um kurz auf den Expert Advisor zurückzukommen, diese Einstellung müssen Sie oder diesen Button müssen Sie noch anklicken, so dass das hier ein ja, so ein gelber runder Punkt ist. Das bedeutet auch, dass der MetaTrader dafür jetzt auch bereit ist, Expert Advisor auszuführen. Ja, also diese drei Punkte, diese zwei Häkchen in Optionen und hier Auto Trading muss an sein, damit Ihr Expert Advisor entsprechend funktioniert. Ja, Sie sehen hier bereits viele, viele Knöpfe, Buttons und ja, wissen damit erstmal nichts anzufangen, aber Sie werden sehen, ist im Prinzip wirklich sehr einfach und logisch aufgebaut. Nichtsdestotrotz möchte ich erstmal zwei Funktionen hier hinzufügen. Also Sie gehen hier, Sie können ruhig auf diese neue Order mit der rechten Maustaste draufklicken und dann Funktionsleiste anpassen. Ja, und ich möchte gerne diese zwei Funktionen hinzufügen. Einmal Optionen und Symbole. Ja, habe ich hier mitgemacht. Dann klicke ich auf Schließen und Sie sehen jetzt hier diese beiden neuen Buttons. Finde ich persönlich sehr sinnvoll, denn da hier bin ich schnell in den Optionen, wenn ich irgendwas tatsächlich nochmal einstellen muss. Und aber bin ich hier auch schnell in der Symbolliste drin. Auf die werden wir gleich nochmal eingehen. Aber hier kann ich dann entsprechend schneller meine Symbole entfernen oder hinzufügen und habe das dann direkt hier mit drauf.
Dann fangen wir aber trotzdem von links nach rechts an, im Schnelldurchlauf. Sie sehen ja, das hat mit Metacodes hat hier so einen Mouse-Over-Effekt. Also wenn Sie mit der Maus einfach drüber halten, dann kommt entsprechende kleine Beschreibung. Sie haben hier ein neues Chart eröffnen, Profile, das werden wir gleich alles mal besprechen. Die Marktübersicht, das ist das hier. Dann das Datenfenster ist das hier. Da werde ich auch gleich mal natürlich kurz erklären. Das kann ich auch ruhig offen lassen. Dann den Navigator, das wäre in dem Fall dieses Fenster. Das Terminal ist hier unten, wo Sie Ihren Kontostand sehen. Dann haben Sie hier den Strategietester. Kann ich ganz kurz zeigen, ja, das sieht so aus und Sie haben hier natürlich viele Möglichkeiten, einen Expert Advisor auszuprobieren, Indikatoren aber auch. Das ist aber, ja, wenn gewünscht, können wir gerne darüber sprechen. Im anderen Webinar. Ansonsten fragen Sie uns, wenn Sie dazu eine Frage haben. Dann hier neue Order. Dann kommt dieses Fenster. Das werden wir heute natürlich auch selbstverständlich besprechen, denn ja, das ist mit das Wichtigste hier im MetaTrader. Das ist der MetaQuotes Editor. Also das Programm, womit Sie entsprechend Indikatoren und Expert Advisor programmieren können. Nur Spaß halber hier, damit Sie so mal sehen, wie so ein Code aussieht. Ja, so sieht letztendlich hier die Programmierung aus. Und ja, wer sich dafür interessiert, findet auf mql4.com sehr viele Dokumentationen dazu. Man muss leider sagen, dass wirklich die guten Dokumentationen alle auf Englisch sind. Also auf Deutsch gibt es zwar auch ein paar Informationen, aber die wirklich guten sind auf Englisch. Ja, dann wie gesagt hier die beiden Optionen haben wir gerade gesagt. Auto Trading ist entsprechend für Expert Advisor. Ja, und hier haben Sie die Chartdarstellung letztendlich, also Balken, Candles, also Kerzen und Linienform. Hier können Sie rein und ranzoomen. Hier können Sie die Fenster anordnen, ja, je nachdem, wie Sie das entsprechend oder wenn Sie mehrere Fenster haben, dann wird das entsprechend angeordnet. Hier haben Sie nur die Möglichkeit, die Fenster so nebeneinander anzuordnen. Wenn Sie hier drüber gehen, dann haben Sie auch hier mehr Möglichkeiten. Ja, diese beiden Funktionen sind eigentlich auch sehr wichtig, denn damit können Sie entsprechend den Chart, ich mache das hier mal größer, Sie können nämlich hier definieren, ob der Chart wirklich hier bis zur Achse gehen soll oder ob Sie noch ein bisschen Platz dazwischen haben möchten. Und die andere Option ist, dass der Chart dann automatisch immer wieder zum aktuellen Kurs zurückspringt. Das bedeutet, wenn ich hier in die Zukunft gehen möchte, Sie sehen, ich komme nicht weit, ja, weil er immer wieder zum aktuellen Kurs springt. Wenn ich das ausschalte, dann habe ich die Möglichkeit, auch entsprechend mir die Historie angucken zu können. Ja? Und ja, das sollten Sie natürlich schon beachten, weil viele dann sich wundern, warum sie nicht zurück scrollen können. Und wie gesagt, das hier ist wirklich bis zur Achse die Verschiebung. Es gibt Indikatoren, die an der Seite oder diesen Platz hier gerne nutzen, um eben Informationen zu zeigen. Da habe ich auch mal im Webinar hier einen Indikator gehabt, der hier mir sehr viele Informationen angezeigt hat. Und hier, Sie sehen hier so ein kleines Dreieck, damit können Sie entsprechend diesen Platz hier definieren, ja, wie groß der sein soll, je nachdem, was Sie damit machen möchten. Oder aber, weil Sie eben viele Charts offen haben, dann, je nachdem, wie man das verkleinert, dann muss man auch tatsächlich ein bisschen den Chart hier entsprechend konfigurieren. Aber dafür sind die zwei Funktionen gedacht. Finde ich sehr wichtig, besonders wenn man eben in die Historie gucken möchte, sollte man das entsprechend ein- und ausschalten.
Hier haben Sie die Indikatorenliste und eventuell jetzt mal kurz auch, um die Frage schnell zu beantworten, wie man die EMA 200 einfügen kann, finden Sie das unter Tendenz, ja, die Programmierer oder die Kollegen von Metaquotes haben das entsprechend in Tendenz ja, übersetzt. Früher hieß der Punkt Trends, ja, oder Trend. Eventuell haben Sie eine ältere, noch eine ältere Version von MetaTrader drauf und da heißt es noch Trend. Heute heißt das Tendenz und hier finden Sie den Moving Average. So, und dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Einstellung vorzunehmen, aber hier wird eben nach der EMA gefragt, also Exponential Moving Average. Und in dem Fall sehen Sie das hier unter MA-Methode, Simple. Ah, das ist der einfache gleitende Durchschnitt. Wir wollen aber den exponentiellen gleitenden Durchschnitt und da müssen Sie das entsprechend hier einstellen. Die Periode war ja hier gewünscht 200 und anwenden auf klassisch auf den Schlusskurs. Und ja, Farbe machen wir jetzt mal gelb auf den schwarzen Hintergrund hier. Dann haben Sie hier noch weitere Möglichkeit vorzunehmen, Einstellung vorzunehmen. Vielleicht hier noch auch als kleiner Tipp, finden Sie aber auch in den Aufzeichnungen. Unter Visualisierung können Sie nämlich die Zeiteinheiten bestimmen, wo der Indikator letztendlich nur angezeigt werden soll. Das bedeutet, wenn Sie nur einen Chart benutzen können, warum auch immer, weil der Platz nicht reicht oder und so weiter, ja, dann und sagen, okay, ich muss mir drei verschiedene Zeiteinheiten angucken, brauche aber nicht alle Indikatoren auch für alle Zeiteinheiten, können Sie hier unter Visualisierung entsprechend einstellen, welche Zeiteinheiten Sie eben für diesen Indikator brauchen. Das bedeutet, EMA 200, so klassisch Tageschart, ja, dann würde man hier entsprechend nur den einen Tag auswählen. So, und wie Sie sehen, ich mache den hier mal weg, das ist jetzt ursprünglich nicht ein anderer, Sie sehen ja eben Moving Average 14. So, aber Sie sehen hier, der 200er ist nicht da. Ja, wir bewegen uns auch gerade im 5-Minuten-Chart. Jetzt schalten wir mal auf den Tageschart und da ist er. Ja, also ist wirklich gar keine so schlechte Option, wenn Sie Platzmangel haben. Ja, wenn Sie wirklich verschiedene Zeiteinheiten sich angucken müssen, haben aber dafür einen Chart nur zur Verfügung. Dann können Sie das so entsprechend ein bisschen Ihre Indikatoren aufteilen. Okay? Ja, lassen wir mal hier. So. Dann hier die Frage, welchen soll man in der Regel verwenden? Ich denke mal, die Frage bezieht sich auf den gleitenden Durchschnitt. Ja, bitte korrigiert mich, wenn das falsch ist. Ja. Also ich kann pauschal nicht sagen, was für Sie jetzt interessant ist. Es gibt natürlich diese klassischen Einstellungen, heißt Periode 20, Periode 9, Periode 50, Periode 100, Periode 200. Manche benutzen auch Periode 21, also ganz kurzfristig Periode 3, Periode 5. Ich sag mal, was wirklich die häufigsten Einstellungen sind, denke ich mal, Periode 200 und Periode 50, ja. Aber das müssen Sie für Ihr Trading selber entscheiden. Dann die nächste Frage, wo kann ich Pivotlinien einstellen? Ja, die Pivotlinien finden Sie, beziehungsweise den Indikator dazu, finden Sie auf der Metaquotes Community Seite mql5.com gibt es sehr viele kostenfreie Pivot Indikatoren.
Ansonsten, wenn Sie das nicht finden, melden Sie sich dann morgen bei uns. Dann können wir da Ihnen entsprechend auch helfen. Ja? Okay, nächste Frage. Sind mehrere in einem Chart darstellbar? Ja, selbstverständlich. Also, fügen wir mal. Sie sehen hier, wenn ich jetzt wieder auf Indikator drücke, und dann zeigt er mir auch in der Regel oben an die letzten Indikatoren, die ich benutzt habe. Und da so kann ich dann viel schneller entsprechend weitere Einstellungen vornehmen. Jetzt machen wir mal hier zum Beispiel den 50er EMA. Und da ist der. So, jetzt habe ich bei Visualisierung nichts gemacht und entsprechend sollte er jetzt auch in den anderen Zeiteinheiten auftauchen. So ist es, ja. Aber wie Sie sehen, können Sie natürlich Ihren Chart ja, voll mit Indikatoren machen, so wie Sie das brauchen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier, wir waren bei Indikatoren. Hier haben Sie die Periode, ne, die wir auch hier sehen. Also ist das letztendlich das Gleiche hier. Hier ist natürlich viel schneller auszuwählen. Dann hier, wie Sie den Mauszeiger entsprechend darstellen wollen. Ganz normal oder mit, als Fadenkreuz. Dann können Sie nämlich auch hier an den Achsen den Preis sehen. Hier haben Sie dann die Objekte. Ja, Trendlinie und so weiter. Ich ergänze das auch hier. So, mal, auch nochmal hier als kleiner Tipp. Ich ergänze hier gerne diese, einmal das Rechteck, Dreieck und Ellipse, denn das nutze ich dann gerne für Analysen, ja. Und dann haben Sie das hier entsprechend bereits hier oben drin und kommen dann auch viel schneller dran. Und hier haben Sie weitere Objekte, die Sie hinzufügen können, ja, wenn Sie eben technische Analysen machen oder einfach Notizen machen wollen, finden Sie hier entsprechend die Sachen. Ja, und Zeiteinheiten. Da brauche ich nicht viel sagen. Okay? Also so viel jetzt hier zu der Funktionsleiste. Dann wollen wir weiter hier machen mit der Marktübersicht. Ja, ich sehe schon, die Zeit ist schon fortgeschritten, aber keine Sorge. Ich werde auch gerne ein bisschen länger machen, wenn Sie da Interesse haben. So, das ist hier die Marktübersicht. Und in der Marktübersicht finden Sie entsprechend die Produktliste, ja? Das, was Sie handeln möchten. Und wie Sie sehen, ich habe das hier jetzt nicht selber schon eingestellt, sondern das ist nur Voreinstellung. Und sind doch viele Leute irritiert und vermissen halt ganz viele Produkte, selbstverständlicherweise. Aber es ist natürlich nicht alles, was Sie haben. Ja, das ist nur eine Voreinstellung und entsprechend müssen Sie die Liste bearbeiten. Zunächst einmal, Sie sehen ja hier die aktuelle Uhrzeit, allerdings die Uhrzeit vom Server. Und Sie sehen, diese Uhrzeit geht eine Stunde, plus eine Stunde. Und das bedeutet letztendlich ist das GMT plus 2. Das bedeutet, dass die Zeit ja, von unserer Zeit eine Stunde noch drauf gerechnet wird. Und der Grund dafür ist, das hat man so entschieden, damit man letztendlich für die technische Analyse 5 Handelstage in der Woche hat. Denn wenn man unsere Zeit nehmen würde, oder sogar die Londoner Zeit, gibt es auch durchaus Broker, die das benutzen, dann hat man noch eine kleine Sonntagskerze noch dazu. Und das verfälscht, je nachdem, was man benutzt, Indikatoren und allgemein die technische Analyse. Deswegen ist man hingegangen und hat man sich für diese Zeitzone entschieden. So ist gewährleistet, dass auch 5 Handelskerzen, Tageskerzen in der Woche entsprechend angezeigt werden. Na? Und nicht noch eine zusätzliche kleine Sonntagskerze, die dann sowieso dann nichts zu bedeuten hätte. Okay. So, mit der rechten Maustaste haben Sie dann hier die Möglichkeit, viele Funktionen auszuwählen.
Und vielleicht ganz kurz was zu den Darstell ein kleiner Tipp zu den Darstellungen, zu der Darstellung. Ich füge noch gerne hinzu einmal den Spread und die Zeit. Den Spread einfach, damit ich immer zwischendurch mal drauf sehen kann, wie eben die Preise zurzeit sind, also Angebot und Nachfrage. Und die Zeit, für mich ganz wichtig, einfach um immer wieder zu überprüfen, wann ich das letzte Mal tatsächlich einen Preis bekommen habe. Ja, das ist nämlich so eine kleine Kontrolle für mich, ob ich auch richtig mit dem Server verbunden bin. Ja, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, na, wo ist der Euro-US-Dollar da oben? Ja, wenn hier bei der Zeit stehen würde 19:15 Uhr, dann weiß ich sofort, da kann etwas nicht stimmen, denn Euro-US-Dollar ist um diese Uhrzeit selbstverständlich noch volatil und da kommen selbstverständlich neue Preise rein. Und wenn ich dann jetzt halbe Stunde, vor einer halben Stunde erst den letzten Preis bekommen habe, dann kann das definitiv nicht stimmen. Dann kann ich nämlich überprüfen, stimmt meine Internetleitung und so weiter und so fort. Also für mich eine ganz gute Kontrolle, um zu sehen, okay, bekomme ich wirklich jetzt aktuelle Daten oder nicht? Ja? So habe ich das bei mir eingestellt. Dann habe ich tatsächlich alles, was ich brauche, im Blick und gewinne dadurch dann entsprechend Informationen. Und hier mit der rechten Maustaste sehen Sie ja, ich kann direkt hier einen neuen Auftrag entsprechend eingeben, neues Chartfenster eröffnen, den Tick-Chart, den Sie hier dann finden, Markttiefe. Kann ich Ihnen kurz zeigen, ist jetzt nicht, wie Sie das vielleicht von Aktienhandel kennen, so ein Level 2, sondern tatsächlich sehen Sie vom aktuellen Preis aus, ich weiß nicht, wie viele sind das, 2, 4, ja, 20, glaube ich, 20 Preise entsprechend in beiden Richtungen und Sie haben dann die Möglichkeit hier sofort Orders zu platzieren, ja, und Stop-Loss und Take-Profit entsprechend auch hier direkt voreinzustellen. Ich kann es zum Beispiel mal machen, sagen wir mal Stop, wählen wir jetzt einfach mal 15 Pips, ja? Und Take-Profit auch, ist jetzt nur, um Ihnen das zu zeigen. So, und dann möchte ich hier, Sie sehen, ein Buy-Limit entsprechend einstellen oder ich gehe mal näher an den Preis heran. Ja, das ist wie gesagt hier nochmal dieser Einklickhandel, akzeptiere ich. Da muss ich nochmal drücken. So. Und dann ist er entsprechend hier der Trade drin. Ja, und Sie sehen, da ist meine Order entsprechend drin. So, dann mal gucken, etwas hier. Hatte ich das ausgeschaltet? Okay. Ja, dann ist das hier drin und Sie sehen das entsprechend hier in der Markttiefe. So, dann weiter Spezifikation. Dann können Sie Informationen zum Produkt einsehen. Verbergen, alle verbergen bedeutet, Sie entfernen entsprechend das Produkt von der Liste, aus der Liste und alle Anzeigen. Kann ich gerne mal machen. So, dann werden alle Produkte tatsächlich dann hinzugefügt, die Sie bei uns handeln können. Ja? Und wenn Sie nicht alle haben wollen, dann haben Sie hier überall Symbole oder wie gesagt hier oben können Sie dann die einzelnen Produkte entsprechend auswählen, was Sie handeln möchten. Ja? Das können Sie dann ganz individuell entsprechend hier einstellen. Wenn das gelb markiert ist, bedeutet das, dass das bereits schon in der Liste drin ist. Und ansonsten würde das nämlich so aussehen. Ja? Und dann können Sie entweder mit dem Doppelklick oder auf Anzeigen, dann ist das in der Liste drin. Gut, dann ja. Sie haben die Möglichkeit, die Liste, ja, ich glaube, das ist gar nicht so uninteressant, Sätze. Sie haben die Möglichkeit hier Markt,
ja, Ihre Watchlist entsprechend speichern zu können. Wenn Sie zum Beispiel nicht alles anzeigen möchten, aber auch nicht, ich sag mal, verschiedene Gruppen mischen möchten, dann können Sie hier erstmal nur Ihre Vorex-Werte hinzufügen, dann hierbei Sätze speichern runter und dann schreiben Sie Forex. Und dann für jede Gruppe, die Sie gerne handeln möchten, können Sie eine Watchlist, eine Watchlist erstellen und die entsprechend aufrufen, wenn Sie das Produkt handeln möchten. Nur für diejenigen interessant, die tatsächlich nicht alles mischen möchten. Ja, das war es eigentlich zu der Marktübersicht. Ist mit das Wichtigste hier im MetaTrader, weil Sie doch hier von hier aus viele Operationen eben gestartet werden. Ja. So, dann kommen wir ganz schnell zum Datenfenster. Das habe ich hier offen. Sie gewinnen einfach hier, beziehungsweise Sie können die Informationen aus dem Chart dann entsprechend sehen. Auch Indikatoren werden dort die Informationen gezeigt. Ja, Sie sehen MA 200, MA 50 entsprechend für diese Kerze da der Preis und für die vorherige Kerze entsprechend diese Preise und da auch wieder Schlusskurs war, Höchstkurs, Tiefskurs und so weiter. Diese Kerzeninformationen bzw. Preisinformationen finden Sie auch hier oben. Ja? Allerdings ist das, was hier angezeigt wird, immer für die aktuelle Kerze und nicht für die anderen vergangenen Kerzen. Deswegen braucht man hier das Datenfenster, wenn Sie das so auf die Schnelle sehen möchten. Allerdings haben Sie auch hier nochmal die Möglichkeit, wenn Sie kurz mal ganz nach unten schauen, ich gehe mal mit der Maus hier, im Moment, jetzt ist hier nichts drin, aber schauen Sie jetzt gleich mal kurz dahin. Wenn ich mit dem Faden kurz drüber gehe, dann haben Sie auch dort die Informationen. Ja? Also Sie können entweder das Datenfenster aufnehmen oder Sie schauen da unten, wobei unten eben nicht die Informationen für die Indikatoren gezeigt werden, sondern wirklich nur für die Preise. Ja? So viel zum Datenfenster, da ist schließlich. Und gehe hier zum Navigator. Marktübersicht werde ich jetzt auch mal kurz schließen. Zum Navigator. Wie Sie jetzt schon sehen können, haben Sie hier verschiedene Gruppen. Konten, Indikatoren, Experten und Skripte. Konten sollte klar sein. Hier in meinem Fall habe ich ja nur das Demo-Konto hinzugefügt. Wenn Sie das Live-Konto auch hinzufügen, dann finden Sie hier einen weiteren Eintrag. Und was von hier aus ganz nützlich ist, Sie können halt über das Navigatorfenster entsprechend die Konten switchen, ja, oder beziehungsweise eben von einem Konto zum anderen Konto entsprechend springen. Das heißt, können Sie mit dem Doppelklick entweder auf Konto Login mit dem rechten Maustaste entsprechend Ihr Konto Login oder mit dem Doppelklick und dann werden Sie entsprechend angemeldet. Und seit neuestem, das ist jetzt seit der neuesten Version von MetaTrader, haben Sie die Möglichkeit auch hier direkt auf den WebTrader umzustellen bzw. den zu öffnen mit diesem Konto und müssen Sie das nicht über die Webseite machen, können Sie dann hier direkt aus starten und hier auch das Passwort ändern. Ja? Indikatoren sollte auch klar sein, da finden Sie alle Indikatoren, die zunächst bei der Installation drin sind. Und natürlich dann später auch, die Indikatoren, die Sie selber hinzufügen. Um da mal kurz anzuknüpfen, möchte ich Ihnen natürlich ganz kurz zeigen, wie das am schnellsten geht. Und zwar gibt es eine bestimmte Struktur, Ordnerstruktur. Und Sie werden sehen, da ist ein Ordner, der hat ganz viele Buchstaben und Zahlen. Da wird nicht jeder gleich drauf kommen und deswegen gibt es hier die Möglichkeit über Dateiordner öffnen, am einfachsten da entsprechend ranzukommen. Ja? Und ich möchte Ihnen das natürlich hier zeigen. So. Genau.
Und Sie finden das unter User, App Data, Roaming, MetaQuotes, Terminal und dann sehen Sie hier diesen Ordner. Und wenn Sie einen Indikator hinzufügen möchten oder einen Expert Advisor, Skripte etc., gehen Sie halt eben hier über Dateidatei und öffne und MQL4 und da werden Sie entsprechend die richtigen Ordner finden. Es ist nicht mehr so wie früher, wo Sie dem Hauptinstallationsordner eben alles kopieren können, sondern jeder User bekommt tatsächlich einen eigenen Ordner, wo MetaQuotes auch darauf zugreift. Und dann würden Sie hier in Indicators, würden Sie entsprechend Ihre Indikatoren hinzufügen. Ja? Und ja, entsprechend Expert Advisors hier in Experts und in die Skripte hier. Okay? Und hier finden Sie auch nochmal eine Auflistung, wie eben bei auch Indikatoren, finden Sie hier entsprechend der Liste, was Sie eben installiert haben oder hinzugefügt haben. Wenn Sie auch hier nochmal ein kleiner Tipp, wenn Sie neue Indikatoren hinzufügen, war das früher so, dass man den MetaTrader neu starten musste, brauchen Sie nicht mehr machen. Sie gehen einfach hier irgendwo, ist egal wo Sie klicken, rechte Maustaste, sondern auf Aktualisieren und wenn mit der Datei soweit alles in Ordnung ist, dann wird sie auch hier ohne Neuinstallation erscheinen. Okay. Ich sehe, ja, noch eine Frage, aber nicht dazu. Und zwar, genau, sind mehrere in einem Chart, da haben wir, wo findet man die Aufzeichnung der Webinare? Ja, die zeige ich Ihnen gleich. Und zwar, wenn Sie aber jetzt schon gehen müssen, werden Sie das unter Training, Videos und in der Rubrik MetaTrader 4 werden Sie dann entsprechend die Aufzeichnung finden. Ja? Ansonsten werde ich das aber auch später nochmal zeigen, wo Sie das entsprechend finden werden. Okay, dann weiter hier zum MetaTrader 4 bzw. Terminal. Und jetzt, ich hatte mich ja auch die ganze Zeit gewundert, warum ich hier die Order nicht gesehen habe, aber ich war im falschen Chart drin. Wir hatten nämlich für AutoS-Dollar die entsprechend die Pending Order eingestellt. Jetzt sieht man diese auch. Ja, dann kommen wir auch zum Terminal. Ja, unter Handel finden Sie einen aktuellen Kontostand sowie Equity und freie Margin in dem Fall. Ich kann jetzt mal einfach mal eine Position eröffnen, so. Und dann sehen Sie hier die benutzte Margin, wie viel Margin Sie noch zur Verfügung haben und das als Level nochmal angezeigt. Und der Unterschied zwischen Equity und Kontostand ist eben, dass die Equity die offenen Positionen berücksichtigt. Ja, also der Gewinn und Verlust wird eben hier in der Equity berücksichtigt und das ist entscheidend für Ihre Risiko- und Money-Management-Berechnung. Denn ob Sie 1% vom Kontostand nehmen oder aber die offenen Positionen berücksichtigen, kann durchaus dann am Ende einen sehr großen Unterschied machen. Ja? Von daher sollten Sie immer entscheiden, wenn Sie als Beispiel jetzt 1% dann entsprechend für jede Position nehmen, ob Sie die offenen Positionen berücksichtigen und dann hier die Equity als Berechnungslage nehmen oder den Kontostand. Okay? Hier sehen Sie einfach, wie Ihr Konto entsprechend aufgebaut ist, welche Währungen und was Sie letztendlich handeln. In der Kontohistorie, ganz wichtig, sehen Sie die abgeschlossenen Trades, aber auch gelöschte Pending Orders, Einzahlungen, Auszahlungen, selbstverständlich Gutschriften, Abgeltungssteuer, Abzug, finden Sie alles hier drin und hier werden wir auch nochmal
eine Spalte ergänzen, und zwar Kommentare und durchaus auch Kommission. Hier sehen Sie nämlich auch die Beschreibung zu der Position. Es kann ja auch sein, dass Sie selber einen Kommentar geschrieben haben, und zwar haben Sie ja die Möglichkeit hier unter neuer Auftrag, hier unter Kommentar, dann etwas hinzuzufügen, wenn Sie ein Tagebuch führen, Trading-Tagebuch, oder später einfach diese Position nochmal nachvollziehen möchten, und dann schreiben Sie da als Beispiel Breakout, Daily High, ja, oder was weiß ich. Und das machen wir jetzt mal so. Das ist jetzt hier drin, und ich schließe jetzt beide. Und hoffentlich, genau. So, dann rückwirkend gehen Sie Ihre Trades durch, und dann sehen Sie unter Kommentar, ach, Breakout Daily, ah ja, genau, ich erinnere mich, das war das und das und das, ja? Ansonsten ist es vielleicht später nicht mehr nachvollziehbar. Und wie gesagt, manche Expert Advisor oder Indikatoren, die Sie vielleicht benutzen später, haben dann auch einen eigenen Kommentar da stehen. Und so können Sie dann auch unterscheiden, wenn Sie mehrere Expert-Advisor benutzen, welcher was gemacht hat. Ja? Gut. Unter Nachrichten werden Sie zunächst erstmal nichts finden. Hier hätte man die Möglichkeit, Nachrichten, also Wirtschaftsnachrichten, anzeigen zu können. Ist vielleicht eine Funktion für die Zukunft. Unter Alarme, da können Sie selber Alarme erstellen. Ja, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, da haben wir schon mal drüber gesprochen und würde aber jetzt auch den Rahmen sprengen. Posteingang, ganz wichtig, denn immer wieder werden wir, also FXBet und sehr oft auch ich, Ihnen hier drüber Informationen zuschicken. Ja? Sei es Newsletter, aber auch wichtige Informationen zum Server oder Trading-Zeiten, oder wenn sich was im Produkt verändern, dann werden Sie auf jeden Fall über den MetaTrader auch benachrichtigt, nicht nur, sondern auch. Und in der Regel ist das dann auch so, dass Sie, wenn Sie den, angenommen, Sie haben das Terminal nicht offen und das Terminal dann öffnen, und Sie haben mal, sagen wir mal, vorher Handel offen gehabt, dann wird automatisch Posteingang dann angezeigt, wenn da eine neue Nachricht drin ist. Ja, das so, das ist dann so, dass Sie dann auf jeden Fall diese Nachricht nicht übersehen. Also das Terminal macht für Sie automatisch dann den Posteingang auf. Ja, unter Markt. Da haben Sie, wie gesagt, die Möglichkeit, das ist eine Verknüpfung zur MQL5 Webseite, Community-Webseite, und hier können Sie halt über den MetaTrader direkt entsprechend Indikatoren herunterladen. Ja, Sie sehen mal, hier in dem Fall sind sehr viele kostenpflichtig. Sie haben sogar die Möglichkeiten, auch Zeitschriften zu bestellen. Und für denjenigen, der zum Beispiel Pivotpunkt gesucht hat, der kann eventuell hier gleich auch mal suchen oder auf der Webseite. Aber wie am einfachsten ist es tatsächlich, wie vorhin gezeigt, dass Sie hier entsprechend schon ein Konto erstellt haben, wenn Sie das nutzen möchten. Ne? Ich empfehle gar nichts, also das entscheiden Sie. Da geben Sie Ihre Daten ein, dann können Sie das tatsächlich direkt hier alles vom MetaTrader aus machen. Signale, auch wie besprochen, entsprechend die Signalservices können Sie hier abonnieren. Viele sind kostenfrei, manche kostenpflichtig. Sie müssen selber entscheiden, ob das seriös ist oder nicht, beziehungsweise derjenige. Die Sache an sich ist sicherlich seriös, aber der Anbieter sollte natürlich von Ihnen gründlich dann nochmal untersucht werden, ob das wirklich jemand ist, dem man vertrauen
sollte, könnte, müsste oder eben nicht. Aber wie gesagt, das entscheiden Sie. Unter Bibliothek wird dann von MetaQuotes neue Indikatoren oder Expert Advisor hier angezeigt. Sie sehen sogar hier eine Bewertung, wann der letztendlich hinzugefügt wurde. Ganz nette Funktion. Ach, hier ist sogar, schauen Sie mal, hier ist sogar ein Pivot-Indikator, der neu dazugekommen ist. Da haben Sie, sehen Sie eine kleine Beschreibung, was er macht. Können Sie ja dann später mal ausprobieren. Ja? Unter Experten sehen Sie alle Funktionen, die der Expert Advisor letztendlich macht, und dann können Sie hier kontrollieren, ob irgendwas entsprechend nicht richtig geladen worden ist. Und noch detaillierter finden Sie das unter Journal. Und hier ist das nicht nur die Expert Advisor Benachrichtigung zu finden, sondern tatsächlich auch über alle Positionen, wenn geschlossen worden ist oder geöffnet oder modifiziert oder ob Sie eine Nachricht bekommen haben, ob die Order durchgegangen ist oder nicht, dann kriegen Sie eine Meldung vom Server. Also hier finden Sie alles, ja, wirklich, ob richtig geladen worden ist und. Und sollten Sie mal Schwierigkeiten haben, können Sie uns, Sie haben verschiedene Möglichkeiten schon ausprobiert, können Sie hier schauen, ob Sie eine Fehlermeldung sehen. Und wenn Ihnen das nichts sagt, dann haben Sie immer die Möglichkeit, uns hier vielleicht ein Screenshot zu schicken oder die Logdatei, die immer erstellt wird bei jeder Session, uns das mal zu schicken. Dann können wir da entsprechend ansetzen, um den Fehler zu finden. Ja? Okay, so viel zum Terminal, Schnelldurchlauf. Und ja, dann sind wir tatsächlich jetzt im Chart gelandet. Ich gucke nochmal kurz in den Chat rein. Ja, die Zeit ist auch schon eigentlich jetzt vorbei, aber wie gesagt, dadurch, dass ich sehe, dass nicht wirklich viele jetzt gehen, interpretiere ich das mal als, dass Sie durchaus noch Interesse haben, weiterzumachen. Und so, was ist der wesentliche Unterschied zwischen MetaTrader 4 und MetaTrader 5? Ja, um das mal kurz zu fassen, die Oberfläche sieht natürlich sehr ähnlich aus, aber grundsätzlich ist das doch ein anderes System, der dahinter steckt. MetaTrader 5 hat dann doch mehr oder andere Optionen als MetaTrader 4. Ist jetzt auch nicht nicht neu, wollte ich sagen. Oder anders gesagt, ist schon eigentlich schon recht langer Markt. Aber MetaTrader 4 ist noch nicht, wird eigentlich noch nicht verdrängt von MetaTrader 5. Ja, weil die alle Broker und wir natürlich auch den MetaTrader 4 weiter anbieten und auch unterstützen. Und ja, schwer zu sagen, wann der MetaTrader 5 sich letztendlich durchsetzen kann und ob überhaupt. Okay, aber es gibt schon wesentliche Unterschiede, die man so vielleicht, wenn man beide Programme offen hat, nicht wirklich sehen wird. Gibt es vom FX Thread dafür Empfehlungen? Empfehlungen für, könnten Sie vielleicht nochmal draufschreiben, oder ich weiß jetzt nicht, worauf das bezogen ist. Dann nochmal die Frage, ist die Farbgestaltung des Hintergrunds und der Kerzen frei wählbar? Ja, und da werden wir jetzt drauf eingehen. Das ist die Standard, für Programme. Nee, da kann ich Ihnen keine Empfehlungen geben. Es ist immer vom Indikator abhängig. Es gibt gute Programmierer, die vernünftige Indikatoren erstellen. Da pauschal zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, ist schwierig. Wenn Sie etwas Spezielles haben möchten, dann kontaktieren Sie uns einfach morgen mal, dann
Können Sie uns einfach mal sagen, was Sie da genau suchen? Und eventuell haben wir da ein paar Optionen für Sie. Ja? Okay, dann kommen wir zum Chart. So sieht der Chart jetzt aus nach der Installation. Und ja, ich denke mal, für viele nicht ja, optisch wirklich ansprechbar. Mir gefällt es so nicht, deswegen ändere ich das immer. Und mit der rechten Maustaste gelangen Sie wieder zu den ganzen Funktionen. Und wir gehen jetzt auch direkt zu den Eigenschaften. Und hier haben Sie dann die Möglichkeit, die Farben einzustellen. Ja? Und ja, ich lasse das jetzt erstmal schwarz und weiß. Werde da jetzt nicht wirklich jetzt die Zeit damit verlieren, hier einiges einzustellen, aber Sie haben hier die Möglichkeit, entsprechend alles so einzustellen, wie Sie das brauchen und was natürlich auch farblich passt. Und unter Allgemein gibt es hier weitere Optionen, die Sie teilweise auch in Extras Optionen haben. Und was ich gerne benutze, ist zum Beispiel Chart in den Vordergrund, ist einfach sinnvoll, wenn Sie Indikatoren haben, dann stellen Sie damit sicher, dass die Kerze auch wirklich im Hintergrund ist und nicht von dem Indikator überdeckt wird, ja, weil die Kerzen beziehungsweise der Chart, der sollte die erste Quelle sein, um Informationen zu gewinnen und nicht der Indikator. Der Indikator stellt den Chart nur anders dar. Vor allem deswegen möchte ich immer den Chart zunächst sehen und dann kann ich immer noch mir die Indikatoren anschauen. Alles andere, Chartverschiebung, Chart-Autoscrollen, sind eben diese zwei Funktionen hier. Können Sie hier auch nochmal einstellen. Skala, ja, wenn Sie möchten, können Sie das entsprechend ändern hier, die Achsendarstellung. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht, habe es noch nie gebraucht. Hier die Chartdarstellung als Balken, Kerzen- oder Linienchart, klassisch, ist eben in der heutigen Zeit zumindest der Kerzenchart. Das haben wir schon besprochen. Ask-Linie, vielleicht hier auch natürlich ein Hinweis. Sie sehen hier den Bitpreis, ja, und je nach Positionierung werden Sie dann vielleicht sehen, dass der Preis zwar Ihr Take Profit oder Stop Loss, je nachdem, berührt hat, aber es nicht zur Ausführung gekommen ist. Das bedeutet nicht, dass seitens FX Flat oder der Server nicht in dem Fall nicht richtig funktioniert hat, sondern tatsächlich müssen Sie den Ask-Preis natürlich, also den Spread berücksichtigen, ja? Und wenn Sie ganz sicher gehen möchten, dann können Sie die Ask-Linie anzeigen und dann sehen Sie beide Preise, Bid und Ask, und können dann entsprechend auch wirklich dann sehen, sollte es denn zur Ausführung kommen oder nicht, ja? Also wirklich ganz entscheidend. Ansonsten, wenn Sie das nicht angezeigt haben möchten, dann entsprechend ausschalten, aber berücksichtigen, das ist der Bitpreis. Nur als kleines Beispiel, wann müssen Sie das berücksichtigen? Wenn Sie zum Beispiel Short sind, ja, dann haben Sie zum Bitpreis verkauft, müssen aber zum Ask-Preis wieder zurückkaufen. So, und wenn der Bit ist jetzt hier bei 74, ja, Sie haben jetzt Ihr Take Profit bei 74, aber der Spread ist aber gerade bei 1. Dann müssen Sie diese 74, müssen Sie den Spread dazu rechnen, also den Bitpreis plus den Spread. Dann sind Sie tatsächlich bei 75. Ja, also damit es zur Ausführung kommt, muss der Bitpreis bis 73 runter, damit der Askpreis entsprechend 74 ist. Na, nur als Beispiel. Also bitte immer berücksichtigen, je nach Positionierung, dass Sie da zwei Preise haben. Okay? Dann Periodentrennung anzeigen, habe ich auch gerne an, besonders wenn ich in den kleineren Zeiteinheiten mich bewege.
Und Gitteranzeigen, das sind diese Gitter, die brauche ich nicht unbedingt. Auch Volumen zeige ich hier nicht an und Objektbeschreibung. Ja, wenn Sie das brauchen, können Sie hier auch einschalten. So, dann drücken wir mal auf OK. Dann sieht das ein bisschen anders aus. Ja. Und jetzt die große Frage. Wie kann ich diese Einstellung einfach immer übernehmen? Weil wenn ich jetzt den nächsten Chart aufmache, wird er genauso aussehen wie vorhin. Und hier gibt es einen Trick. Rechte Maustaste, Vorlage. Sie können die Vorlage speichern und dann einen neuen Chart aufmachen und einfach dann auswählen. Ja, ist eine Möglichkeit. Oder aber Sie klicken auf Speichern und dann wählen Sie als Namen Default. Ja, mehr nicht. Und drücken auf Speichern. So, jetzt wenn wir einen neuen Chart aufmachen und ich alles richtig gemacht habe, müsste er A, die gleiche Farbeinstellung übernehmen und B, auch die Zeiteinheit. Jetzt schauen wir mal. Hat geklappt. Das ist der Trick dabei, ja, dass Sie das einfach, wenn Sie das tatsächlich als Standard nutzen möchten, dann speichern Sie das als Default. Ja? Okay, dann hier, ja, das haben wir hier auch kurz besprochen. Da haben wir auch, glaube ich, auch schon bestätigt, den One-Click. Sie können hier natürlich direkt die Positionsgröße auswählen. Jetzt auch hier ein Hinweis. Angenommen, Sie haben da jetzt 0,20 eingegeben, ja? Und drücken aber tatsächlich nicht auf dem Verkauf- oder Kaufknopf und schließen den MetaTrader. Und beim nächsten Start steht da nicht mehr die 0,20, sondern eventuell würde die 1,00. Es wird die Positionsgröße gespeichert, die tatsächlich dann auch ausgeführt wurde, also die letzte Ausführung. Wenn ich also hier jetzt nochmals 20 Mini-Lots kaufe, dann und den MetaTrader neu starte, dann wird auch die 20 beibehalten werden. Okay? Genau. Das als kleiner Hinweis. Jetzt sehen Sie hier die zwei Positionen, die Markt sind. Und ich bin jetzt mit der Position, bin ich jetzt da drauf und habe noch nichts gedrückt. Und Sie haben hier, Sie sehen wieder dieser Mouse-Over-Effekt. Zum Ändern von Stop-Loss, Take-Profit-Limit mit dem Maus verschieben. So, es hängt natürlich von der Positionierung ab. Wenn Sie gekauft haben, in dem Fall habe ich das ja, und mit der linken Maustaste nur gedrückt halte und nach unten ziehe, dann werde ich den Stop-Loss bestimmen. Sie sehen links die Informationen dazu, ja. Und zwar einmal den Betrag in Euro, was ich dabei riskiere, und daneben die Pips. Wobei Sie hier bitte berücksichtigen, dass ich hier nicht 126 Pips riskiere, sondern tatsächlich 12,6. Das hat was mit der Darstellung zu tun, der fünfte Nachkommastelle. Müssen Sie einfach bedenken, dass das, was angezeigt wird, einfach mal durch 10 zu nehmen, ja? Oder einfach die letzte Zahl eben als Komma Stelle sehen. Also hier 10,7. So, und dann kann ich das hier verschieben, so wie ich das haben möchte. Und wenn ich loslasse, dann ist das auch übertragen worden. Stop Loss sehen Sie hier. Das Ganze natürlich mit dem Take Profit, ja? Und da ist es eingestellt. Okay? So, wie könnte man das noch sonst machen? Doppelklick. Und Sie finden hier die Möglichkeit, die Werte einzutragen. Ja? Gut. Jetzt, wo wir schon hier sind, und Sie sagen, ja, die Position ist gut gelaufen, ich möchte jetzt eine Teilschließung durchführen, dann müssen Sie bei Typ auf Marktausführung ändern. Das Volumen, das Sie letztendlich schließen möchten, einstellen. So, ich mache jetzt mal die Hälfte und gehe hier auf Schließen. Und so habe ich schon die Hälfte geschlossen.
und habe meine Einstellung trotzdem beibehalten, Stop Loss und Take Profit. Und wenn Sie die Position ganz schließen wollen, dann können Sie das mit der rechten Maustaste klicken, auf diese Position klicken, auf diese Linie, auf Schließen drücken oder auf Ändern oder sogar einen Trailing Stop entsprechend einstellen. Oder aber Sie gehen hier und klicken auf das X. Ja? Gut. Vielleicht noch ganz kurz hier zu. Genau, hier haben Sie noch die Möglichkeit, Indikatoren hinzuzufügen, direkt im Chart, die Periode zu ändern und reinzoomen, raus. Also eigentlich hier nochmal eine Zusammenfassung, was letztendlich Sie hier haben. Und Sie können direkt hier aus Limit Orders hinzufügen. Sie sehen, diese 0,20 wird aus dem One-Click-Trading übernommen. Ja, das bedeutet, wenn Sie wissen, dass Sie heute, also angenommen, Sie möchten jetzt heute noch handeln und Sie wissen, ah, ich werde eigentlich nur eine Positionsgröße von 0,05 benutzen, ja? Dann können Sie das schon mal hier eintragen und dann haben Sie das auch direkt hier schon drin. So, dann haben Sie hier Ihr Buy Limit und dann können Sie das immer noch weiter entsprechend verschieben, so wie Sie das brauchen. Dadurch, dass die Zeit jetzt natürlich sehr, sehr fortgeschritten ist, werde ich nicht so sehr auf die verschiedenen Typen hier eingehen. Allerdings habe ich das schon besprochen und Sie finden die Aufzeichnung natürlich auch auf unserer Webseite. Sollte aber da weitere Fragen dazu sich ergeben, können Sie sich jederzeit auch persönlich bei uns melden, per E-Mail oder Telefon. Dann werde ich natürlich da noch ein bisschen detaillierter nochmal drauf eingehen. Ansonsten bitte da das Video sich anschauen. Ja, und ja, im Prinzip, lassen Sie mich mal kurz überlegen, haben wir eigentlich alles besprochen? So, dann haben wir hier noch ein paar Fragen. Kann man diese einstellen in Prozente oder Durchschnitt von der DIMA einstellen? DIMA. DIMA, können Sie mir sagen, was die DIMA ist? Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Automatische Stop-Loss-Nachführung gibt es nur über den Trailing Stop oder Sie besorgen sich einen Expert Advisor, der entsprechend für Sie den Stop-Loss verwaltet. Gibt es sehr, sehr, sehr viele kostenlose. Da werden Sie sehr schnell fündig. Einfach mit dem Demokonto dann entsprechend ausprobieren. Durchschnittslinie. Ach so, lassen Sie mich kurz überlegen. Also die Fragestellung ist, angenommen, wir haben jetzt hier so eine Durchschnittslinie. Ich hoffe, ich habe das auch richtig verstanden. Also hier so einen gleitenden Durchschnitt. Und dass Sie dann sagen, 5% entfernt möchte ich hier dann verkaufen oder was auch immer. Ja, verbessern Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass ich so einen Indikator bzw. Expert Advisor schon mal gesehen habe. Kann Ihnen aber wirklich nicht sagen, wo genau. Ich werde mir das mal notieren. Vielleicht werde ich es nochmal finden. Aber ja, grundsätzlich ist es möglich, da nochmal anzuknüpfen. Mit dem MetaTrader ist grundsätzlich alles möglich. Wirklich. Also sicherlich gibt es ein paar Dinge, die er ja nicht kann, aber das muss sehr, sehr speziell sein. Nur, ich sag mal, in Anführungsstrichen, das Problem hier ist, dass man sehr viele Indikatoren braucht oder Expert Advisor, die eben diese Funktionen ergänzen müssen. Ja, wenn Sie programmieren können, dann sind Sie sowieso auf der richtigen Seite. Ansonsten müssen Sie gut sein in Google-Nutzung. Ja, Sie werden sehr, sehr viele Sachen im Internet finden. Die meisten davon sind kostenlos und wirklich gute Sachen.
MQL4 Community ist eine gute Anlaufstelle. Da werden Sie auch sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Sachen finden. Fragen Sie uns einfach. Wir haben viele Sachen auch. Teilweise wissen wir, wo Sie das finden können. Dann können wir Ihnen einen Tipp geben. Ansonsten einfach in Google den Namen eingeben, dann MQ4. Das ist nämlich die Dateiendung von den ganzen Indikatoren. Dann werden Sie wirklich sehr schnell fündig. Aber schauen Sie erstmal auf der MQL4 Community Seite, ob nicht da entsprechend. Oder hier, ne, wie vorhin gezeigt, im Markt, ob Sie nicht hier was finden. Nur keine hundertprozentige Trefferquote gibt's nicht. Ja, das gibt es tatsächlich nicht. Beziehungsweise, ich habe noch nichts gefunden, was eine hundertprozentige Trefferquote hat. Wenn jemand fündig geworden ist, ist dann schlau genug, das für sich zu behalten. Oder kann mir natürlich auch eine private Nachricht schicken, dann bin ich auch schlau genug, das für mich zu behalten. Ja, also leider habe ich es auch noch nicht gefunden. So, genau. Ja, viele hier, aber diese wichtigen Untersilien sind nicht eingebaut. Schade. Ja, tatsächlich sind halt viele Sachen, die man hinzufügen, ich will jetzt nicht sagen muss, aber wenn man es braucht, dann muss man das halt machen. Aber wenn Sie es einmal dann gefunden haben und hinzugefügt haben, dann werden Sie sehen, ist die Handhabung mit dem MetaTrader 4 wirklich sehr, sehr einfach. Also das Programm ist wirklich einfach zu bedienen. Man muss halt eine kleine Vorarbeit leisten. Hier gab es auch den Button YouTube. Seit 2006 will Google mehr Info von einem. Kann man dies umgehen? Wo gab? Ach so. Warten Sie. Was meinten Sie? Meinen Sie das hier? Ich glaube, hier geht es nur darum. Es gibt so Video-Tutorials, wie Sie hier die Funktion nutzen können. Da wird halt eine kleine Anleitung gezeigt. Meines Wissens nach müssen Sie da nichts eingeben. Also können Sie sich angucken oder eben nicht. Steht Ihnen frei. Ja? Weitere Fragen? Ansonsten bin ich sehr überrascht, positiv überrascht, dass doch so, so viele noch so lange da geblieben sind. Freut mich sehr. Ich hoffe, am Anfang Ihres Webinars war der Button zu sehen. YouTube-Button im MetaTrader 4. Boah, ich wüsste jetzt gar nicht, wo das noch drin war. Außer hier. Da wüsste ich jetzt nicht noch, wo war das. Vielleicht können Sie mir mal eine E-Mail schreiben. Also im Moment wüsste ich jetzt nicht, wo das noch drin war. Ja, die Webaufzeichnung, also Aufzeichnung wird natürlich geben, sofern die Technik mitgespielt hat. Hoffentlich, eigentlich immer. Wird dann auch schnellstmöglich online gestellt. Ansonsten, wenn keine weiteren Fragen sind, hoffe ich, dass das Webinar Ihnen gefallen hat und ich Ihnen sinnvolle und gute Informationen geben konnte. Steht Ihnen jederzeit frei, mir eine E-Mail zu schreiben oder mich natürlich oder meine Kollegen selbstverständlich auch anzurufen. Wir helfen Ihnen natürlich sehr, sehr gerne bei der Einrichtung oder auch Indikatoren und so weiter. Wobei, eine ganz kurze, kleine Anmerkung vielleicht zu den Indikatoren und Expert Advisor. Dadurch, dass das nicht von FX Flat kommt, ist da der Support natürlich irgendwo auch begrenzt. Das heißt, wenn da etwas nicht wirklich funktioniert, können wir uns gerne das natürlich auch mal angucken, aber wir stecken nicht in der Programmierung drin. Ja, also vielleicht das einfach mal ein bisschen berücksichtigen, dass wir da natürlich auch begrenzt sind
mit unserem Support, ja. Gut, keine weiteren Fragen. Vielen, vielen Dank, dass Sie so lange geblieben sind. Und Aufzeichnung wird schnellstmöglich hochgeladen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Ja, passen Sie auf Ihre Position auf und wünsche Ihnen für 2016 nochmal alles Gute und viel Erfolg. Bis demnächst. Wiedersehen.